So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und ja, nee, es läuft halt irgendwie oder auch nicht. Ach, ja. Es ist sehr interessant, was hier gerade passiert oder auch nicht. Wir halten uns am Leben. Oder auch nicht. Ja, okay, ich höre auf. Gut, also, letztes Mal haben wir Jerusalem endlich wieder zurückbekommen. Antiochia wird noch zwei Runden, das ist vier, das Doppelte von zwei, Tobi, ausharren. Die Kavallerie ist ganz, noch ganz gut dabei, tatsächlich. Oh. Cool. Ich kann währenddessen noch Leute holen. Das ist praktisch. So. Unpraktisch ist natürlich, dass wir jetzt bankrott sind. Mhm. Ist natürlich unpraktisch. So. Wir könnten was dagegen tun. Aber was? Wir können den wieder wegtun, aber das würde ich ungern wollen. Okay, cool. Hegra ist da unten, ne? Ja. Öffentliche Ordnung, Wachstum, Wohlstand. Okay. Also noch eine Runde, ja, das ist halt blöd, das ist halt gerade wirklich blöd. Oh. Schön, die machen jetzt wirklich Damage. So, Bewegungsreichweite, da machen wir die da, damit wir 3, 8... und 15% insgesamt haben und es dauert nur 7 Runden und dann können wir endlich weitergehen und weiter die Leute ja aggressiv runterbremsen. So, hier wir könnten natürlich auch Verteidiger machen, ne? Wir könnten hier wirklich eine Verteidigerarmee aufbauen. Komm, machen wir. Wir hatten doch schon mal Verteidiger, ne? Aber die ist gefallen. Ja. Wie hieß die, also weil ich mache ja ziemlich oft so na, Parallelen zu Star Wars, also so die 501. die blaue Legion von den Clone Wars, Wolf Battalion ist von Plo Koon. Ja, will grad, also ich überlege gerade, wie die auf Coruscant hieß, also die Verteidiger, die Senator-Garde. Also ich nenne es einfach die Garde. So, ist ja auch cool. Gut. Okay, das da machen wir dann gleich weg und weiter. Sklavenaufstand. Ja, nun. Danke für das Video. Wir zum Glück gibt es jetzt erst ein Video. Weil wir hätten jetzt die letzten 4 Runden, die letzten 5 Runden oder so, hatten wir Sklavenaufstände. Ja.
Teufelskreis gerade. Ich glaube, das war vom Spiel auch nicht so gedacht, dass es irgendwie jetzt so problematisch ist. Ich meine, wir sind ja schon in Runde. Was weiß ich was. Also wir sind ja schon in Late Game eigentlich angekommen. Und wir sind kleiner als am Start. Dies muss man sich mal vorstellen hier. Ist schon heftig. Ah, okay. Die verdünnisieren sich gerade alle, bis auf den da. Bürgerwehr. Wenn ich es automatisch mache. Ich traue mich nicht, das automatisch zu machen. Aber ich habe keinen. Ach komm. Ich habe keinen Bock, das so zu spielen. Alter, wie viel habe ich denn verloren? Alter. Ja, das Problem ist, wenn jetzt der nächste kommt, ne? Und der wird kommen. Der wird nicht kommen. Oh, gut. Gut, ja, stimmt. Die Sklaven kommen immer am Schloss. Ah, I forgot. So. Sklavenaufstand. Jerusalem. Militärsturz. Sabotiert. Umsturz. Feind verwundet. Rebellion. Sklavenaufstände. Ach, und das ist jetzt ein Schon wieder Fullstack, ne? Ach, das ist doch alles bisschen unpraktisch. So. Vor allem ist es ja gerade sehr unpraktisch, weil wir bankrott sind, und zwar richtig. Wegen den ganzen Plünderern, das ist doch nervig. Ah gut, das habe ich jetzt weggemacht. Dann komm mal du daher. Du bist 45, komm. Du leichtes Mädchen, wo bist du? Ah nee, das war hier. Das leichte Mädchen hatte er. Genau. Super. Das leichte Mädchen bekommt jetzt eher, weil ich brauche ein. Hier. Ich brauche. Kinder. ja, machen wir hier. Okay. Gut, dann greifen wir mal an. Das ist eine coole Schlacht, die würde ich tatsächlich spielen, auch wenn der jetzt relativ weak ist. Aber ich speichere mal. Aber das ist eine coole Schlacht. Der hat 2000. Karische Axtkämpfer. Die kenne ich noch gar nicht. Also meine Elefanten werden natürlich wieder straight in ihn reinpushen. Trocken hatte er. Er hatte, glaube ich, Bogenschützen. Speerträger, ja. Also, er konnte auf jeden Fall. Es wabert zwar immer noch, aber es regnet. Naja, okay. Genau. Regen. Habe ich jetzt genommen wegen Brandpfeile, ist ja klar. So, hier der da. Der kommt mal zur Verstärkung hier. So. Gut. Die kommen hier runter und die kommen hier hoch. Okay. Let's go. Unsere Verstärkung ist eingetroffen.
Ich wollte gerade sagen, so, hey, der kommt zu mir, warum kommt er zu mir? Aber der kommt nur ein bisschen zu mir. So. Ich würde auch jetzt nicht mehr ganz so weit gehen, weil der ist schon ein bisschen vorgegangen. Okay. Der hat auch Elefanten, aber sind afrikanische. Dann würde ich hier glatt meine Elefanten auch in seine Richtung schicken, also zumindest einen. Zumindest einen. So. Okay, der baut sich gerade anders auf. Schon mal in den Angriff. Unser General wird angegriffen. Die Streitwagen. Der hält mal hier aus. Der geht einfach straight durch. Hä? Wieso wird der da jetzt aktiviert? Ja, einfach durchgehen. Einfach durch. Und dich habe ich eigentlich gerade auch gewählt. So, du hilfst mal den da oben. Schießen. Okay. Ja, das ging schnell. Jetzt ist nur noch der Elefant da. Und er wird jetzt auch erschossen. Schön. Ja. Das war einfacher als ich dachte. Aber ja, okay, das waren wahrscheinlich auch Noobsies. Ziemlich schlechte Einheiten. Okay. Ich will mal versuchen, Namibia. Wie sind die so? Die sind wahrscheinlich jetzt komplett weg. Doch, Nabatea. Oh,
Die haben uns ja wieder zurückerobert. Oh. Die sind jetzt aber nicht mehr. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich bin äußerst gespannt auf eure noblen und ehrenwerten Worte. Ein gut gemeintes Angebot. Die sind jetzt aber nicht mehr meine Klientel. Das ist schlecht. Okay, interessant. Ja, keine Ahnung. Mit dem ein bisschen skillen kann. Okay. Das war... Schade, dass die nicht mehr meine Satrapie sind. Oder Klientel, wie man es auch jetzt nennt. Gut. 100 Wohlstand ist gerade wichtig. Wegen dem da hier. Ich gehe mal hier hoch. Der hat jetzt halt gar keine Dingsies mehr, also gar keine Garnison mehr. Aber das ist in Ordnung. Also beziehungsweise ist halt blöd, aber ich will lieber in der Hauptstadt hier sein, in Petra. Ja, Petra. Um eben schnell Hekra wieder einzunehmen oder eben Jerusalem, wo auch immer die sein sollten. Beziehungsweise hier, von hier aus kann ich auch die Einheiten hier vertreiben. Gut. Jetzt habe ich ja halt leider nicht gesehen, was der Galatien da oben gemacht hat. Naja. Schon und schon wieder die 1:1 dieselbe Armee. Ach, der nervt, der Junge. Wie viel? Vor allen Dingen. Okay. Ich dachte gerade, das wäre der, der komplett im Osten ist, aber der ist relativ nah. Aber dass der dann immer die gleiche. Armee schickt, ist halt. Einfach nur stupid as fuck. Okay, also wir werden mal hier schön das dahin stellen. Oder nee. Wir werden hier das aufstellen. Zusammen mit hier dem da. So. Schade. Die kann ich, könnte ich nur außen aufstellen, okay. Oh, da kommt mir eine Idee. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Die da können die, glaube ich, anzünden. Weiß ich nicht ganz genau, aber ich schätze mal, das geht. Okay. Gut. Ja, dahin ist es ja wurscht. Gut, also. Die da stellen sich as always hier auf. Die da stellen sich as always hier auf. So. Die Elefanten stellen sich as always hier auf. Oh. Der ist fast tot. Naja, fast tot ist übertrieben. Okay, die stellen sich hier auf. Und die stellen sich hier auf. Also, falls er von der Seite wirklich kommt. Hier bitte. So. Und Pikinier verlangt, habe ich an. Und ready.
Ready for takeoff. Ja. Gut. Okay, der geht tatsächlich hier lang. Tut mir halt jetzt selbst weh, aber ich habe ihn gefangen genommen. Komm schon. Männer wanken. Yay. Ein bisschen hat's schon weh getan, glaube ich. Okay, jetzt kommen die ganzen Pferde. So, sehr schön. Gepanzerte Elefanten! Wie lauten eure Befehle? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So, ja. Mob, ne? Immer dieser Mob. So, und wieder, as always, ihr kennt das ganze Jahr. Unser General wird angegriffen. Nein, nein, General, nein, 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 nein. So. Gut, dass der General nicht anfing zu pöbeln. Ja. Ich spule mal schon mal vor. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, surprise. Du kümmerst dich auf den. Und weg. Sehr schön. Gut. Schön, schön. Höchst schön. So. Hier kommen keine vorbei. Alter, das. Eieiei. Echt praktisch, dass die dann so krass flach gequetscht hier sind, weil mit den ganzen Pferden, das wäre ein Riesenhaufen. Also ich meine, da liegen ja jetzt Hunderte. Eieiei. Okay. So, die da dezimiere ich noch ein bisschen. Und da war es das auch schon. Glorreicher Sieg. 144 Verluste. Wieso ist das dann ein glorreich? Alter, 900. Das ging schnell. Ja, wirklich schade, dass die Garnison hier nicht aufgestellt wird und gesagt wird, wie viel die dann vernichtet haben. Aber wir können es ja 200, 200, 200. Ja, okay. Ist nicht so wild.
Okay. Apropos, warte mal. Getötet 1890. Verloren 2300. Warte, wir haben gefangen genommen. 1300, 2100. 2230. Okay, 100. 100 Dings haben die 100 Leute haben die Feuerbälle platt gemacht. Das ist mehr als ich dachte. Voll gut. Ist richtig gut. Und jetzt kommt der nächste. Und der ist schon sehr viel schwerer. Eieiei, Leinpanzer-Pikiniere sind etwas schwerer. Okay. Wieso kommt jetzt der auch noch hin? Vor allem mit einer guten Armee. Also beziehungsweise, ja, das sind vier, fünf gute Einheiten. Aber häufig ist das gut genug. Okay, ich mach das gleich nochmal. Ja, kann ich ja nicht. Weil mein Mob ist weg. Okay. Schief ist auch in Ordnung. Ja. Okay. Kein Schleuderer. Oder ich opfer halt einen von denen, aber ja. Nee, das hat sich nicht so gelohnt. Das waren nur 100, die gestorben sind. Ah, nee, das hat sich nicht gelohnt. Okay. Euch hole ich wieder nach da. Euch tue ich wieder nach da. General. Erspann. Die beiden kommen wieder hier hin. Okay. Na, das mit den Pikinieren, das wird tricky. Das wird extrem gefährlich. An 62. Alter, der eine hat wirklich viel verloren. Super. Ist gut. Okay, kurz eine Falle für die. Eigentlich jetzt wieder weg. Sonst geht er nicht komplett da rein. Fokussiert bitte den da. Warte, kann ich die so an... Nee.
Okay, jetzt macht das mir aber leicht. Ist schön. Das ist sehr schön. Die kommen jetzt auch hier hin, damit die schön werfen können. Und der kommt jetzt da rein. Elefant, bitte hier rein. 59, ja, hier sind gerade die Piken angekommen. Jetzt geht mal bitte weiter. Lass dich bitte nicht aufhalten. Männer wanken. Sehr schön. Ja, jetzt muss der General auch rein. Auch wenn er straight gegen die Piken reingeht. Aber so ist es am besten. Sich zu unseren Gunsten. Uiuiui. Gut, die sind jetzt eigentlich gebrochen, ja. Das war aber knapp. Das war sehr knapp. Puh, ja, noch viel länger hätte, ja, wäre es nicht gut gegangen. Also ich meine, der General hat jetzt hat auch einige Elefanten jetzt verloren. Wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn der... Oh, der ist schon Gold. Super. Wenn eben der eine Elefant oder die eine Elefanteneinheit nicht so lange gebraucht hätte. Das wäre sehr gut. Aber naja. Und man hat auch gesehen, die Pikiniereinheit, die Generalseinheit von ihm, die war eben gegen Pikiniere und die hat 100 getötet. Also, ja, 94, aber... Na was? Die hat es nicht geschafft, schade. Ja, aber... ich habe es geschafft. Da kommen aber noch ein paar. Beziehungsweise nicht mehr viele, also ich hoffe... Okay, der geht dahin. Das ist ja jetzt eine Bedrohung für... Nein. Hä? Wieso muss ich das verteidigen? Das ist einfach. Ach, immer dasselbe. Gut, ich glaube, das cutte ich jetzt, weil, naja, das ist genau dasselbe wie immer. Ja. Easy peasy und ja, genau, also gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.